Darf ich vorstellen? Lukas und Randy. Die Klamotten lieben, aber jetzt nicht wirklich was mit Fashion am Hut haben. Also nimm die Hose ab, die wird niemals passen. Trotzdem heute für euch ein noch nie dagewesenes, einzigartiges Format präsentieren. Kennst du Shopping Queen? Ja. Die 100-Dollar-Challenge. Viel Spaß bei der zweiten Folge aus Los Angeles. We in LA, baby! Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in der wunderschönen Stadt L.A. Heute bekommt jeder von uns 100 Dollar. Und mit diesem Geld müssen wir innerhalb von 30 Minuten ein Outfit zusammenstellen bei einem Secondhand-Store mit dem Namen Crossroads. 30 Minuten, viel Glück. Nico wird bei uns beiden immer hin und her switchen, zeigen, was passiert. Okay, ab 30 Sekunden Vorlaufzeit und geht's los. Okay. Geh erstmal auf Jacken, ich glaube, das ist das am schnellsten weg sein. Das ist eine absolute falsche Taktik. Ich habe noch gar keine Idee. Also was ich auf jeden Fall sagen muss, es ist ein Thrift-Shop, der wirklich sehr, sehr cooles Zeug hat. Hose, Alter, ich habe gar keine Ahnung, was. Ah, das ist nach Größen sortiert, oder? Ja, Bro. Sieht aus wie Drake sein Flugzeug ein bisschen. Ah, dieses kurze Hemd. Schon geil. Aber noch eine andere Gründe. Ich sag so, wie es ist, der größte Struggle ist mit Hosen. Da bin ich mir sicher. Oberteile wird easier sein. Schuhe werden absolut nicht geshoppt für euch, damit ihr das auch wisst. Hey, was schaust du so? Also nimm die Hose ab, die wird niemals passen. Die ist 36, ja, die passt hier nicht. Schon ein paar Sachen, geile Sachen hier, oder? Man darf es nicht anprobieren, gell? Du darfst kein komplettes Outfit anprobieren, aber wenn du jetzt meine Hose anprobieren willst, probier sie an. Schaut mal hier ganz kurz, das ist ein Ralph Lauren-Shirt. 22 Dollar. Die Taktik ist sammeln und dann aussortieren. Hinlegen und schauen, was passt. Nervös. Wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten sind um. Goddamn, ich hab vergessen, welche Hosengröße ich habe. Hast du noch was Geiles gesehen? Es war noch eine. Ich fand die rosa Hose tatsächlich ganz geil vorhin. Sie ist nicht mehr da, vielleicht hat Jack die genommen. What's up, Jake? I think I've reached my limit. Jake, you steal all the stuff, man. I'm not getting these, don't worry. But I'm getting all the, I'm getting all the rest. All the rest? Jakey Boy, ihr seht selber, er ist ein Thrift Pro. Und er wird auf jeden Fall unsere Outfits am Ende des Videos bewerten. Erster Link an alle Frauen, sein Instagram. I wish I knew what he was saying. Wie läuft's bei Lukas? Ist okay. Wie läuft's bei Randy? Ist dein Song, Bro. Gib mal Gas. Ist eigentlich auch Accessoires oder so? Nee, gell? Ich glaube, da vorne gibt's Ketten und so. Was den Unterschied machen wird bei den ganzen Outfits ist Accessoires. Wichtig, wichtiger Punkt. Ich komme mir gerade ein bisschen vor. Kennst du Shopping Queen, ja, die Serie noch? Das machen wir auch gerade. Ja. Glaubst du, eine Tasche ist eine gute Idee? Ich glaube schon, Alter. Das Problem ist, ich habe die Outfits noch nicht ganz im Kopf. Ey, ist ja schon bei Dings los. Accessoires. Accessoires. Wenn ich jetzt auf dieses grüne Ding hier brauche, das passt überhaupt. Hat eine helle Hose. Darunter einfach ein freshes weißes Shirt, oder? Ja, oder irgendwas Helles. 19 Minuten. Das hier. Oh, er hat sie. Bitte in der Boys Club. Wie geil ist das, Alter. Auch bei Schirmkleidung. Jetzt halt, sieh mir gerade aus, gell? Einfach Tyler the Creator, Bro. Ich glaube, dass es das Fit ist, Alter. Schau mal, diese Version finde ich eigentlich auch nicht schlecht, aber irgendwie nicht. Ach, auch richtig fresh. Aber du brauchst weiße Shirts drunter. Ja. Es geht klar, mit Gürtel. Trotzdem, mit Schnitt ist richtig fresh. Ja, die oder die, beide passen. Kommt auf die Kombination an. Rhino Shield. Zuverlässig wie eine 10 von 10. Baby girl, komm, dance. Das sieht ein bisschen schief aus. Jetzt brauche ich Accessoires schnell. Wir müssen uns jetzt final für ein T-Shirt entscheiden. Das, das oder das? 5 Minuten. Müsste in 5 Minuten an der Kasse sein. Okay. Ist zu girlish, oder? How y'all like it? 4 Minuten. God damn. Die da, die ganz linke. Mit dem Herz? Nee. Die, ja, die ist schon ausgewählt, ja. Was denkst du, so ein Stein ist zu dünn, oder? Ja. Ich pack nichts mehr an, ich glaube, es ist durch, oder? Man darf nichts mehr nehmen. Okay, 10 Sekunden, schön Sekunden. 10 Sekunden. Wir packen nichts mehr ein, fertig. Ich glaube, ich bin durch. Okay. Ah, da ist die Hose. Er ist einfach African Tyler, the Creator. Überhaupt auch, Mann. Ich glaube auch nicht, dass ich bei mir ausgehe. Bei Instant Disqualifikation. Disqualifikation. Ja, man kann noch ein bisschen Kredite beantragen beim anderen, falls der was übrig hat. Was denkst du? Gut aus. Das Einzige, was jetzt noch rein... Nee, eigentlich kann nichts reinscheißen. Das passt farblich. Wir haben sogar ein Kettchen. Das da ist, ich würde sagen, ein bisschen zu klein. Randy, wie sieht's aus? Ja, ist fertig. Ich will nur noch mal genau nachrechnen. Ich habe leider nicht die Zeit gehabt, um in den Frauenbereich zu schauen. Wenn man mehr als 30 Minuten hat, dann kann man noch schön in den Frauenbereich. Ich will jetzt nur mal schauen, wie viel es bei dir ist. Wenn es über 100 ist, Bro. Bin ich
Jetzt, ich werde ein Item zurücklegen. Ah ja, warte mal. 52. Okay, okay, okay. Welches gibst du zurück, wenn es nicht reicht? Tasche. Seht schon, seht schon, seht schon. 95 fast gemacht. Ja Leute, dann sehen wir uns, würde ich sagen, beim Anprobieren. So Leute, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Lukas probiert oben das Outfit an. Ihr könnt so gesagt von zu Hause aus in den Kommentaren mitentscheiden, wer das coolere Outfit hat. Hashtag Reggie, Hashtag Lukas. Und Jake wird vor Ort die Judge sein und einfach seine ehrliche Meinung abgeben. Okay, das ist ein freshes Fit, aber. Okay, das sitzt gut. I love those pants, man. They fit perfectly. Yeah. God damn, I'm fucked. Where do you get those pants at? I never even see you buy them. Dude, it looks really good. I love those pants. Thanks, man. Those are sweet. I mean, Nico helped me a little bit. Crazy good outfit. Like me, my friend. Boss, 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 boss. Lucas, a drummer now. Yeah, it's two total different outfits. Pants. He's like more for club? Yeah, more for club, you more for summer. That's summer vibe. Dude, I love those pants. Those Billionaire Boys Club pants. Those are fresh. Alright, before I start, I just want to say I love both of these outfits. You guys are both as fresh as can be. And this has nothing to do with either. He's scared. This is scary. This is just, I'm going off of what I like more. Bevor er seine Meinung sagt, ihr könnt auf jeden Fall auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Hashtag Randy, Hashtag Lukas in die Kommentare. Kuss geht raus. I'm gonna start off with yours. I love the pink on pink. It fits super well. It's a bit more summer vibe. This is a great little touch to handbag. Crossroads, shout out Crossroads. Little tag, you better not take this no, tag off. Okay. Keep that tag on the whole time. Glasses, love the glasses. What are they? Versace? Ah! Es sind auf jeden Fall keine Versace Glasses. Lucas's, I love the pants. When we were shopping, I first had them. They were way too big on me, so I was like, Lucas, take them. I'm not getting these, don't worry. But I'm getting all the... I'm getting all the they fit amazingly on Lucas. Thanks for that. Hey, of course. I love this jacket. I think it's amazing. The hat. I'm a big hat guy, so I love the hat. Bevor wir jetzt zur Entscheidung kommen, Leute, falls ihr Bock habt, dass Lukas, Randy irgendwelche coolen Verses macht, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt Ideen in die Kommentare und jetzt kommen wir zur Entscheidung. Alright, the winner of the 2023 Crossroads Thrift Shopping Tour. I'm gonna have to go with Lukas. This was a fair game. I'm sorry. No, this was what I would wear more. I'm not a vest type of guy. You're not black, that's the problem. Es steht 1-0, Lukas hat gewonnen. Check gerne Lukas seinen Kanal ab, lass gerne ein Like und einen Kommentar da. Check gerne Jake sein Instagram ab, es ist unten verlinkt. Und in diesem Sinne, liebe Grüße aus LA und bis zum nächsten Mal. Peace. Zu late, ich habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Nochmal. Jetzt hab ich's vergessen. Ich kann's auch schnell, es kann's auch cutten. Making money, making money, making money. Schon ein paar Sachen, geile Sachen hier, oder? Ja, vor allem die da habe ich überlegt gesehen. God damn. Einmal kurz kommen. Wurde hier geschummelt. Okay, ready? Ja. Yeah. Zoom out. Ready? Ja. Yep. Oh no. Wer hätte drauf drücken müssen, er, oder? Nee, ich. Wait, was it not that one? Nee, es hat gefilmt, ich hab glaube ich noch getroffen. It wasn't so. Yeah, we gotta redo, yeah.